glaube, die Herausforderungen sind erstmal Frage, was mache ich mit meinen Daten? Wen lasse ich überhaupt an die Daten ran? Wie gehe ich mit den Schnittstellen um? Planungsschnittstellen, aber natürlich auch Datenübertragungsschnittstellen. Was muss ich eigentlich in meinem Gebäude machen, damit das auch digital den nächsten 10, 20 Jahre übersteht? Ich denke, dass wir natürlich alle in der Immobilienwirtschaft immer nur gesagt haben, das Wichtige ist, wie funktioniert das Haus. Aber wir müssen uns wahrscheinlich auch um die Abläufe dahinter kümmern. Das ist aber erstmal auch mit Investitionen verbunden. Und erst muss ich investieren und dann muss ich natürlich auch, kann ich auch eine Kostensenkung realisieren. Dafür muss uns klar sein, was möglich ist und wie hoch die Risiken dabei sind. Also es ist auf jeden Fall total heterogen. Es gibt, glaube ich, einige große Unternehmen, die sehr weit sind. Es gibt aber viele, viele kleine und mittlere Unternehmen, die sich sehr schwer damit tun, ihre Abläufe zu verändern. Wie schon gesagt, weil es eben auch mit hohen Investitionen oftmals verbunden ist. Wir können im Prinzip Foren wie diese veranstalten, damit die Mitglieder in einer Art Best Practice den anderen Mitgliedern erklären können, was geht und was nicht. Das heißt, es ist letztendlich immer eine Frage von Erfahrungsaustausch und die Möglichkeit, den Mitgliedern etwas nahezubringen im Gedanken, aber auch Technologien, über die sie bisher nicht nachgedacht haben. Ich glaube schon, die Frage, wie gehe ich mit den Schnittstellen um, zwischen gerade im Planungsbereich, ist ein ganz wichtiges Thema. Wo geht da der Trend hin? Was müssen wir machen? Das ist eine Thema. Und natürlich auch die Frage, wie kriegen wir eigentlich unsere interne Kommunikation im Marketing besser vernetzt? Was heißt, wie kommen wir an die Daten ran? Was ist eigentlich die optimale Vermarktungsplattform und wo wir eigentlich auch am meisten über unsere Kunden lernen? Auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Im Moment ist das ja eine Einbahnstraße. Wir stellen unsere Objekte in die Vermarktungsplattform rein, aber so richtig erfahren wir eigentlich nicht, was unsere Kunden draußen über uns denken. Und ich glaube, da müssen wir eigentlich auch Wege und Systeme finden, die die Kommunikation in beide Seiten möglich machen.